Nepetal. Auf der Mittelstraße in Altenfelde war die Drehleiter der Feuerwehr ausgefahren und im Korb stand neben einem Wehrmann Hans-Günther Adrian. Der Pressesprecher der Stadt fotografierte aus der Höhe eine große Plakatwand. Davor standen Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen und die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, Sabine Hofmann. Sie konnten sich selber auf dem großen Plakat betrachten. Siebenmal ist das in dieser Größe im Stadtbild zu sehen, etwa drei Wochen lang. Auch an vielen Masten hängen Fotos. Sie zeigen ehrenamtliche Wehrleute und Arbeitgeber. 13 Arbeitgeber beteiligen sich. Die Werbeaktion unter dem Motto "Wir fördern das Ehrenamt" hat einen wichtigen Grund. Die Freiwillige Feuerwehr braucht neue Frauen und Männer in ihrem Reih. Der Löschzug Mehls bei Altenfelde und die Löschgruppen Furde, Oberbauer, Rückeback und Kühlchen, Königsfeld, erreichen schon seit einigen Jahren nicht mehr ihre Sollstärke. Gleichzeitig soll das Plakat, so Ehrenamtsbeauftragte Sabine Hofmann, auch zeigen, dass es große und kleine Firmen gibt, die selbstverständlich freiwillige Wehrleute beschäftigen und sie bei Feuerwehreinsätzen von der Arbeit freistellen. Das ist eine besondere Leistung der Firmen, sagen Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen und Sabine Hofmann, ebenso auch der auf dem Plakat abgebildete Stadtbrandmeister Rainer Kartenberg. Landhof, Landtag melden die freiwilligen Feuerwehren Probleme mit Arbeitgebern in Nepetal ist uns so etwas nicht bekannt, sagte Stadtbrandmeister Rainer Kartenberg in der Jahresdienstbesprechung des Löschzuges Mehls bei Altenfurde. Auf dem Plakat bekräftigen 13 Arbeitgeber, dass sie stolz auf ihre Beschäftigten sind, die ehrenamtlich in der Feuerwehr arbeiten. Es sind folgende Unternehmen: Baumarkt Obi, Schwellen, ESN, Dormer, Wehr, Tietzsch, Salto, Spax, Schornsteinfegermeister Dirk Baunscheid, Ineos, Schäfer Flugmann, Gewelsberg, der Evangelische Naturkindergarten Oberlinhaus, die Stadtverwaltung und die Kreisverwaltung, deren Chef, Landrat Armin Brucks, mit von der Plakatwand lächelt. Die Wehrmänner David Richter und Dominik Wold, die für Hans-Günther Adrian die Drehleiter ausführen, sind übrigens Profis. Sie zählen zur hauptamtlichen Feuerwehr der Stadt. Info. Quelle. http://www.derwesten.de/Stadt/Nepetal-Chefs sind stolz auf Feuerwehrleute I761 91 16 HTML